Jo Leute, was geht? Freunde, wenn ihr wegguckt in diesem Video, müsst ihr das Video von neu starten. Ihr kennt die Regeln, heute gibt es die neue Folge und Leute, heute wird wahrscheinlich die ekelhafteste Episode aller Zeiten sein, also die super schwere Edition. Also ich werde auf jeden Fall hingucken, Leute, auf dem Kanal von The Meme Cow. Wenn du dieses Video zu Ende schaust, gewinnst du eine Xbox. Nein, du gewinnst keine Xbox, sondern du gewinnst eine PlayStation 5. Und zwar deswegen, Leute, weil ich eine PS5 bald verlosen werde. Und zwar wird es bei der Weihnachtsverlosung dann eine PS5 zu verlosen geben. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, wir haben ja die 1,11 Millionen Abonnenten auf dem Hauptkanal geschafft. Dankeschön auf jeden Fall. Naja, was ihr dafür tun müsst, abonniert beide Kanäle, Leute. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram, damit ihr Bescheid wisst. Wenn es was Neues gibt, ich würde sagen, Leute, wir starten mit der Folge. Let's go! Ladies and gentlemen, this person is getting what looks like a tooth removed from his mouth. Alter, sein Zahn wird entfernt, oder was? Bruder, da war ja ein Loch. Da war wortwörtlich... Ich gehe morgen zum Zahnarzt, also... Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas habe, aber wenn ich das sehe... Was ist denn passiert? Hat er einen Haifischzahn gegessen oder was? Gewehre. Jo, was? Alter, ich muss gerade wirklich... Oh mein Gott, mir war gerade übel. Also... Still on those meds, huh? They help me to, think. Okay, time for an eyes open nap. Leute, diese Folge geht echt... Oh mein... Diese Folge, Alter. Die startet schon mal wirklich... Also, die ist schlimmer, als ich dachte. Die ist schwerer, als ich dachte. Ich hab nicht weggeguckt. What? When you fall in love... What? Was? Leute, ich will nicht zurückspulen. Ich hab ja nicht weggeguckt. Aber wenn ihr weggeguckt habt, ihr müsst zurückspulen. Also, ihr müsst... Start nochmal von neu. Literally. Guck mal, er skate. Oh! Hoffentlich wird's ab jetzt entspannter. Ja, schön. Okay, der ist mal eben kurz zu Jesus geworden. Nice. Ready? Ja. Oh. Okay, ich habe keine Ahnung wie, aber das sah aus, als hätte ihm die Socken rausgenommen. Und dann landet das Fisch da noch. Ja, Newfoundland, boy. Only Newfoundland. Ist es eigentlich schlau, wenn man die Fischköpfe und so wieder ins Wasser reinwirft? Ist ja eigentlich, ich meine, wenn Fische draufgehen im Wasser, dann Mikroorganismen holen sich das zurück, ne? Also nicht, dass ihr denkt, hä, warum wirfst du das da hin, wirfst du es in den Müll? Ja, das sind halt lebende Organismen. Ich glaube schon, dass das der richtige Ort ist, ne? Also da, wo man es herholt, kann man es auch die Reste wegwerfen. Oh, du bist eben nur vereist. Oh, nein, du kratzt es vielleicht. Ist da ein Mentos in deinem Mund? Wow, seine Lippen sind ein bisschen merkwürdig. Wait! Oh mein Gott. Yo, den Clip habe ich schon mal gesehen. Die wollten, dass da richtig Rauch kommt. Woo. Oh. Ich weiß, das ist nachgespielt, ja, aber... Bro, das bin ich, Leute, wenn YouTube bergab läuft, dann da kommt der Grab kommt vorbei. Ach, da war ja jemand drin. Oha. Frischer Orangensaft. Oh, guck mal, wie süß. So ein Hai. Ach, aber guck mal, wie süß der ist. Oh mein Gott. I just wanted to do a quick thank you and I love you to those of you that made it into live to see all this get done. If you missed it, well, I give you enough of a heads up, I think. Bro, seine Stimme ist ja mal ultra heftig. Ich habe richtig Angst, wenn ich den sehe. Der könnte Radiomoderator werden. Love you guys. It's gonna be fun to get off later. We might go live again. Okay, was ist? Eine Katze. Die sind überall. Ich sag's euch, die sind überall. Laptop fit in her pants pocket? Wird
dieser Laptop in die Hosentasche von ihr reinpassen. Ein Laptop. Wir reden hier nicht von einem iPhone. Wir reden hier nicht von einer Fernbedienung. Wir reden hier nicht von einer unterschriebenen ID-Zock-Autogrammkarte. Wir reden hier auch nicht von einem Xbox-Controller. Wir reden auch nicht, Leute, von... Naja, was habe ich denn hier noch? Ach, keine Ahnung, wir reden hier auch... Wir reden auch nicht von einem Laserschwert, Leute. Davon reden wir ebenfalls nicht. Wobei, das war schon cool. Kann man das in eine Hosentasche packen? Meint ihr, das geht? Ah, ich probiere es lieber nicht. Oh. Wir reden hier von einem Laptop. Passt der in die Hose? Nein. 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 Alter. Das hat aber auch Respekt verdient. Also immerhin muss sie jetzt wirklich keine Laptoptasche mitnehmen. Sie hat's in meiner Hosentasche. Nein. Ah. Spinnen. Ich komme mit Flammenwerfer. Wirklich. Oh, look at that. More seasonings than just salt and pepper. I put paprika on there too. How about that? Und jetzt bricht es ab. Wow, er hat's geklappt. Ich habe was Schlimmeres erwartet. Oh, nein, 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 mach die Tür nicht zu. Mach. Ja. Wobei mal, Mom, warte mal kurz. Nein, das Glas ist kaputt. Du wirst nur das Wort hören. Green Needle oder Brainstorm. Was habt ihr rausgehört? Ich hab Brainstorm rausgehört. Alter. Ja, Mann, ich laufe jetzt so mit Kuhschenkel rum. Erstmal mit Kuhschenkel herumlaufen. Ja, Mann. Take this chip if you're from the government. No? No? Oh, er ist nicht von der Regierung. Er ist nicht von der Regierung. Was ist das? Klebt das? Ich glaube, das ist... Ah, das ist so ein Superkleber. Was ist echt? Was ist eine Zeichnung? Also, Leute, nächste Episode, ihr wisst Bescheid. Ich sage, Leute, die Zeichnung ist... Und... Wait. Nein. Ich sage... Was sage ich, Leute? Keine Ahnung, ich sag, oben ist echt. Nee, warte, oben rechts, das ist die Zeichnung, ne? Sag ich mal, oben rechts ist die Zeichnung. Ja. Ja. Oben rechts die Zeichnung, das siehst du. Nein. Oh, die hat es absichtlich schlecht gemacht. Ach, was heißt gezeichnet? Die hat es absichtlich gut gezeichnet und eine richtig auffällige Mandarine hingestellt. Yo, yo, actually still believe in gravity? Just walk on a wall, man. It's easy. Okay. Oh ja, so machen die das mit Lehm. Ich habe so ein Video gesehen. Das wird einfach so mit einem Seil angeschnitten und zack. Dann verlierst du eben dein Gesicht. Und ich glaube, daran messen die, wie gut ihre Arbeit beim Töpfern ist. Ich glaube, das ist, die machen das sehr oft. Die testen das. Ich habe ein paar Shorts gesehen, YouTube-Shorts. Und die testen das aus. Und wenn da so Luftblasen drin sind, dann ist es nicht so sauber gearbeitet. Also zumindest, wenn man so massiv machen möchte. Und man muss verhindern, dass diese Luftblasen drin sind. Oh nein. Oh nein. Was machen die? Was machen die? Warte kurz. Der schnibbelt die Haut ab, weil... Warum? Weil da irgendwas ist? Oh mein Gott. Was macht der da? Was kommt da jetzt raus? Ist das irgendein Splitter? Es könnte ein Glassplitter sein. Es ist, glaube ich, ein Glassplitter. Oder? Yo, das ist...
Bro, danke, dass du es so gut in die Kamera gezeigt hast. Es ist wirklich ein Glassplitter. Und der hat sich schon in die Haut eingewachsen. Das ist krass, ne? Oh mein Gott, das war ein Fuß. Das tut weh. Warum ist da eine Katze? Warum? Und genau aus dem Grund haben Kaffeetassen einen Henkel. Damit man das nicht festhalten muss, wenn es heiß ist, sondern man hat so seine Finger und da kann man das festhalten. So having a Gatorade bottle for some water. Ah, jetzt sieht man noch mal was. Oh mein Gott, ich finde das so unangenehm, den Prank. Ja, Alter. Bro, das ist schon ein bisschen too much, aber ja. Die lange Nudel war nicht meine Schuld. Der Cutter ist nicht angegangen. Oh nein, die Nudel. Oh mein Gott, Alter, lass die Nudel noch nicht so groß werden. Yo, übertreib mal mit der Nudel. Hallo, der Cutter muss angehen. Das ist Patrick Star in real life. What about you being built like the bus? And here we go. I hope you're hungry for nothing. What? Was macht ihr da? Was zieht ihr da raus? No, it's coming out. Was machen die da? Das ist in dem Ohr drin, ne? Alter, die haben schon fast 3 Milliliter ausgeholt. Oh. Ich weiß nicht, ich finde das schon ekelhaft, aber ich frage mich, was ist ihm passiert, dass der so eine Schwellung hat da im Ohr? Oh, ist das eine matte Lackierung? Oder ist das... Ey, wirklich, Leute, ich sag's euch eins. Es gibt ja diese Leute, die holen sich ein AMG mit der matten Magnum-Metallic-Lackierung. Ja, also diese matt-grau. Ja, nach einem Jahr, ich sag's euch, wenn ihr damit wascht, das glättet sich aus und es sieht an vielen Stellen matt aus, an vielen Stellen glatter. Würde ich nicht tendieren. Würde ich wirklich nicht tendieren. Und das reicht nicht zu Vollmatt-Lackierungen. Da fängt sich der Dreck und setzt sich richtig fest und du brauchst Spezialreiniger. Es ist halt wirklich mehr Arbeit als mit Hochglanz. Nimm dir einfach Hochglanz. Ist nicht so, dass du mit Bürste einfach so kommen kannst. Es geht nicht. Das ist wirklich so. Ich meine, das sieht ja aus, als wäre das Auto die ganze Zeit dreckig. Auch wo es sauber ist, es sieht immer irgendwie dreckig aus. Yo, wir haben einen Tacker. Leute, ich habe keinen Tacker zu Hause. Tackert ihr schon? Habt ihr einen Tacker? Ich weiß einfach nicht, wie man die Dinge einsetzt. Ich weiß es nicht. Zack. Hä? Ach, der eine tackert nach außen, der eine nach innen. Wusste ich nicht. Man lernt was dazu im Leben. Der Gitarrist denkt, er kann unter allem durchlaufen. First try. Weil er so groß ist. Ist das der gleiche? Das ist einfach der gleiche. Okay. Er denkt, er kann unter oder über allen Sachen first try laufen. Alter. Wow. Oh. Ist das eine ein Frosch? Nee. I am confusion. What is this? Can you tell me what it is? Es ist ein Strudel. Aber warum? Vergiss es, Mister. Entschuldigen Sie, aber das hier ist Sachbeschädigung. Wenn Sie ein Fahrzeug in dieser dreckigen Zustand zu uns bringen, dann müssen Sie uns bezahlen dafür, dass wir dieses Auto wieder rausfahren, aber nicht putzen. Vergessen Sie es. Dieses Auto
Wird, nein, dieses Auto, Leute, guckt euch das mal an. Wer fährt bitte so? Nicht mal in GTA 5 ist es möglich, Autos so dreckig zu bekommen. Alter. Junge, du kannst gleich einen neuen Wagen kaufen. Alter. Kauf dir bitte einen Neuwagen. Es ist nicht mehr... Der ist durch. Das Auto ist durch. Vergiss es. Gib's auf. Gib es auf. Was ist da alles drin? Ah, Alter. Yo, wusste gar nicht, dass das Auto weiß von innen war. Von außen. Der Lack. Boah, was ist da alles für ein Dreck? Bro, wie kann man nur so ein Auto so dreckig machen? Wie geht das? Oh mein Gott. Das Ding ist, der Dreck, den du von außen siehst, im Inneren des Schaums, im Kissen, da ist noch so viel Dreck. Das kriegst du nie und nimmer raus. Das wird sich zwischen die Nähte einsickern und das ist da drin, das bleibt da drin. Vergiss es. Dieses Auto ist durch. Es ist vorbei. Vergiss es. Am Ende war... Und das ist ein Mercedes. Sag mir nicht, das ist ein Mercedes. Sag mir nicht, dass das ein Mercedes ist. Weil irgendwie kommt mir dieser Griff von dem Schaltgetriebe leicht bekannt vor. Und die Knöpfe an der Seite, das könnte eine alte... E- oder S-Klasse sein, aber eine alte, bevor das MBUX-System war und bevor der CLA 45 der ersten Generation rauskam. Es ist ein Mercedes, ne? Nein, warte, ich habe am Anfang gesehen, was ein Auto das ist, aber hey, vielleicht ist hinter dem Logo ja dann das Mercedes-Logo versteckt. Bro... Ja, er tauscht die Sitze aus. Oder auch nicht. Guck mal, wie viel Arbeit das ist. Jeder Zentimeter muss gemacht werden. Selbst die Pedale. Selbst das der Schalthebel. Oh mein Gott, es hört nicht auf. Alter, wie lange geht das bitte? Leute, dieses Video hört nicht auf. Es hört einfach auf und ich sehe nicht, wie das Ergebnis aussieht. Meme-Kau. Meme-Kau. Nihau. Ich will jetzt mal sehen, Leute, was war das überhaupt für ein Auto nochmal? Ich will nochmal sehen, was für ein Auto war das. Alter, das ist ein Toyota. Krass, Toyota hat sich echt viel abgeguckt vom Mercedes, vom Interieur her. Na gut, dann schauen wir mal, Leute, wie es weitergeht. Und zwar hier. Sie töpfert jetzt. Genau. Genau, nass machen, dann einmassieren. Ich weiß, was ihr denkt. Ihr kleinen Schlingel. Dafür lasst ihr jetzt zur Strafe ein Abo da. Ja, ja, ja. Ich meine auch dich, kleiner Timmy. Ich meine auch dich, Timmy. Ja. Und auch du, Max. Ja. Natürlich. Kann mir jemand sagen, warum das Video einfach so ohne Grund endet? Also ich, das habe ich bei diesen Meme-Kau-Videos nicht verstanden. Ich gucke mir jetzt ein Video an, wo jemand anfängt zu töpfern. Ich sehe das Ergebnis nicht. Das Video endet einfach. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe dieses Video geschafft, ohne wegzugucken. Leute, habt ihr es geschafft? Wenn nicht, dann bitte startet das Video nochmal neu. Aber ich würde an der Stelle sagen, ich hoffe, das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Haut rein. Ciao.